Hallo und willkommen zurück bei Train Fever, und zwar im Autozeitalter. Und das hier ist offensichtlich kein Autobesitzer. Nein, denn er fährt tatsächlich noch mit unseren lahmen Zügen. Ja. Also, es ist soweit. Die Autos erobern die Erde. Und wir müssen uns dagegen behaupten. Ich denke, noch kein Problem. Könnte aber noch kommen. Deswegen müssen wir jetzt sparen, dass wir schnellere Züge anschaffen können. Und in Rottgau, der Bus macht noch Minus, allerdings haben wir hier auch schon wartende Leute. Also gute Chancen. Und in Rottgau sehe ich auf die Schnelle auch noch kein Auto, obwohl es die auch schon gibt, natürlich. Aber Rottgau kennt noch nicht so wirklich die Außenwelt, deswegen sind Autos wahrscheinlich auch noch nicht so interessant. Letzte Folge, natürlich haben wir es eine gesehen, aber nun ja. Hier gibt es... Ich finde das spannend mit den Autos, deswegen entschuldigen, dass ich jetzt hier überall suche nach Autos. Hier gibt es auch noch keine Autos, also anscheinend unterstützen wir mit unseren Linien den Wunsch von den Leuten in die Umwelt, also in andere Dörfer zu fahren. Hier ist... Warte, den habe ich in der letzten Folge, glaube ich, auch schon gehabt. Interessant. Ich muss jetzt aufhören. Ich muss mich konzentrieren jetzt auf die Aufgabe. Ich denke, das Beste wäre jetzt wirklich zu warten. Also wir spulen jetzt vor, und dass wir wirklich genug Geld für zwei Schnellzüge kriegen und die dann fahren lassen. Das Problem wird dann sein, dass wir mit einem, also hier einen Schnellzug haben und der andere bleibt hier so ein Zug. Und das wird dazu führen, dass... Ja, doch, wir sind noch ein Hauch schneller. Gibt es da eine Geschwindigkeit? Nein, schade. Aber doch, wir überholen den. Also es geht noch. Aber das wäre schon das Ziel, Schnellzuglokomotiven zu bekommen, dass sich das auch lohnt. Noch weiterhin. So, wir sind jetzt wieder voll im Grün. Ich denke, wir haben auch genug Geld, dass wir jetzt hier weitere Geldmachmaschine anschalten können, nämlich endlich vom Hainburg-Haltpunkt nach dahin und somit das Öl, auch das Fertigprodukt vom Öl wegzutransportieren und deswegen die Waren. Öl, ja, das ist auch wirklich Öl. Jetzt schreibe ich es wieder dahinter. Also Warep ist gute Deutsch. Waren Hainburg. Ich vergesse den Namen von diesem Kaff immer wieder. So. Und jetzt können wir uns natürlich mit dem Geld, das wir haben, hier schön Straßenfahrzeug kaufen. Die Traktoren. 5 Traktoren. Weg. Linie zuweisen. Und Warenhainburg. Jetzt habe ich es natürlich andersrum benannt. Aber das soll uns nicht dran hindern, jetzt einfach hier hinzugehen und Waren Hainburg zu nehmen und das in Hainburg Waren umzubenennen. Das mache ich, um nachher dann, wenn es mehr Dörfer oder Städte sind, dass ich da einfach den Überblick auch wirklich bewahren kann. Weil dann kann ich einfach nach dem Alphabet gehen, und wenn ich dann nach Waren suchen muss und dann irgendwie 20 Waren da stehen habe, ist das schwieriger als so. Also, die fahren jetzt auch in ordentlicher Geschwindigkeit da lang. Vielleicht würde es sich jetzt auch lohnen, in Hainburg selbst einfach einen Bus anzulegen. Ich bin jetzt so ein bisschen darauf aus, Geld zu verdienen, deswegen einfach den innerörtlichen Verkehr einfach ein bisschen zu unterstützen und Geld damit zu machen, hier eine Runde zu legen, dass die Leute, die kein Auto haben, was hier glaube ich noch mehr ist, dass die einfach
mit unserem Bus fahren und uns so auch wieder eine Nebeneinkunft. Schade, wir können da nicht in der Ecke. Das wäre cool gewesen. Da geht's auch nicht. So irgendwie so schön irgendwo dazwischen gequetscht. Nicht genügend Platz. Ah, oh, schade. No. Ich will mein Busdepot doch nur irgendwo gegenquetschen, reinquetschen. Neue Linie. Und dann fahren wir hier rund. Da wir noch keinen Bahnhof haben, was auch wahrscheinlich erstmal so bleiben wird, können die wenigstens mit dem Bus zur Arbeit fahren. Also ich hoffe, sie werden das Angebot annehmen, weil ich finde es besser, mit dem Bus zu fahren, als zu laufen. Aber danach gehen die nicht unbedingt. Was schade ist. So. Gut, das ist der dritte Bus 1 oder vierte Bus 1. Aber es steht was anderes davor. Also, Straßenfahrzeuge. 2, 3, 4, 5 wieder. 5 ist die bewährte Zahl. Es hat sich bisher immer gelohnt. Hainburg Bus 1. Und dann werden wir sehen, ob sich hier... Ich denke, wir treffen schon die Richtung. Und wenn sie sich hier an die Bushaltestelle stellen, um einfach um ihren Weg zu verkürzen. Natürlich ist jetzt das Wohngebiet hier recht unbedient. Aber vielleicht. Wenn nicht, lasse ich es einfach andersrum fahren. Also hier haben wir tatsächlich schon einen Mitfahrer. Vielleicht. Vielleicht. Die wollen alle in Freizeit, aber das heißt, die wollen wahrscheinlich hier irgendwo hin. Wir werden es sehen. Zumindest vielleicht auf der Rückweg von der Arbeit nach Hause können wir da unser Geschäft machen. Und was haben wir hier? Oh, also Weilburg-Homberg sind so viele, dass wir tatsächlich leicht überbelegt sind. Nein, ich spare das Geld jetzt. Stattdessen sorge ich jetzt mal dafür, dass wir hier ein paar Schulden loswerden und damit auch kein weniger Zinsen bezahlen müssen. Man könnte das Geld jetzt zwar in neue Sachen anlegen, aber diese Zinsen, die ziehen uns immer mächtig runter. Also wir haben hier gut mächtig, was heißt mächtig, aber es sind immer eben 31.000 pro Jahr, die da weggehen, die unnötig sind. Und wir haben hier wirklich schöne Einnahmen mit Eisenbahn und Straße zusammen. Allein die Eisenbahn 2 Millionen. Und die gehen natürlich hier auch weg. Betriebskosten haben wir 1,8 Millionen wirklich. Also es ist nicht gerade wenig. So. Ich finde es interessant, dass ich bisher wirklich da nur Autos gesehen habe, wo auch unsere Züge fahren. Ich finde die Autos so putzig. Das ist so knuffig. Ich finde lustig, dass die wirklich in Rottgau dann haben. Mal gucken, was haben wir hier. Die langweilen sich hier zu Tode, weil sie auf einen Zug warten müssen. Also ich für mich würde schon Autos kaufen, wenn ich auf meine Züge warten müsste. Also hier wirklich. Der ist gerade weggefahren und hier warten trotzdem noch 40 Leute. Ah, verpasst. Dann hätte ich noch einen Wagen angehängt, dann wäre es vielleicht besser gewesen. Naja, passiert. Das ist halt der Grund, warum die Leute mit dem Auto fahren statt mit mir. Jetzt gucken wir wieder mal hier rein. Also, Hainberg Waren ist noch im Minus. Hainburg, nicht Berg. Und der Bus 1, das sind die beiden neuen Linien. Aber sonst haben wir hier schön Plus, vor allem die altbewährte Linie. Und ich denke, wenn ich hier wirklich noch einen Wagen dranhängen würde, zumindest einen Einzug, könnte ich damit noch mehr Geld machen. Nun ja. Also hier warten auch tatsächlich an fast allen Bushaltestellen inzwischen Leute, zumindest eine.
Oh, 10, ich nehme alles zurück. Warum denn 10 und nur eine Person abgebildet? Interessant. Ich habe noch nicht so ganz raus, für was die jetzt einzeln stehen. Vielleicht 10, ich glaube wirklich 10er Bereiche. Hier stehen 1, 2, 3, 6. Ja, doch, es sind 10er. Gut, also. Auch rausgefunden. Ich habe mich noch nie mit, wirklich mit beschäftigt. Der ist im Plus, das ist so schön. Das, und also selbst die zweite Linie ist inzwischen bei fast 500.000 Einnahmen. Gut, jetzt sinkt es gerade, weil jetzt gerade die Betriebskosten weggegangen sind. Aber selbst die, jetzt warten sie noch ein bisschen, aber vor allem die andere Strecke ist beliebt. Und jetzt spule ich mal vor und werde den Zug hier erweitern. Auf dass er uns schön noch mehr Geld bringt. Natürlich lasse ich ihn aber erst die Einnahmen machen. Deswegen lasse ich die nicht so gerne mitten auf der Strecke ins Depot fahren. Und Katsching und ab ins Depot. Sind auch noch 40 Leute da, also jetzt werde ich hier noch schnell einkaufen. Also die Donnerbüchse, die bringt zwar 17, 3 Passagiere mehr, kostet aber auch ganze 7.000 mehr pro Jahr. Und es lohnt und wiegt mehr und das bringt nur Nachteile. Deswegen sitzen wir den noch dran. Hier sind die Altbekannten. Und dann darf er wieder die Linie fahren und diesmal mit 42 Plätzen. Kann er immerhin fast alle hier mitnehmen inzwischen. Hier 28 wieder mitgenommen und hier stehen noch stolze 37 Passagiere. Ich bin mal gespannt, wie sich das hier entwickeln wird. Kann jetzt wieder auch nicht alle mitnehmen, obwohl er jetzt schon erweitert ist. So, der packt jetzt voll. Das wird ja auch unsere Einnahmen erhöhen. Ich denke, jetzt wird er ein bisschen langsamer anfahren. Der Takt könnte sich dadurch etwas nachteilig entwickeln. Mal gucken. Immer noch 3 Minuten. Also, bisher alles gut. Nun ja. Und hier der Bus. Da stehen auch zumindest fast überall Leute. Habe ich eben gar nicht geguckt, glaube ich. Also habe ich noch gar nicht geguckt, ob der Rottgauer Bus 1 noch erbringt. Plus, und da haben wir schon den offenen Güterwagen. Ja, ist für uns noch nicht so interessant, weil wir noch keine Güter per Zug transportieren. Kann aber noch durchaus interessant werden, wenn das mit der Zeit kommt. Vor allem um weite Strecken mit Gütern zurückzulegen, bietet sich halt der Zug an. Aber wenn es wirklich hier drum geht, einfach nur schneller zu sein als die schwebenden Rohstoffe, dann ist das schon mal gut. Hier backt so ein bisschen die Grafik rum. Hier weiß anscheinend das Spiel nicht, welche Strecke jetzt oben sein soll. Das ändert sich immer mal ein bisschen, das ist interessant. Aber ich denke, irgendwann werden die auch noch von alleine so ausgebaut zu Asphaltstraßen. Ist ja jetzt erstmal der Beginn des Autozeitalters. Man sieht auch immer nur die gleichen Autos, auch wenn es immer mehr werden, was mich gerade mal so ein bisschen besorgt. Gucken wir gerade mal. Weilburg. Mit 52, also die Hälfte der Bewohner, benutzt wirklich unsere Linien. Ich hätte noch gerne so ein Diagramm, das anzeigt, Linienbenutzung, ob sich da was verändert oder so, weil da merken kann ich mir das nicht. Okay, der darf jetzt gerade. Also auch den schicke ich jetzt ins Depot, weil hier haben sich zwar erst 26 angesammelt, aber der hier fährt mit seinen 42 los. Wir müssen den Autos ja die Kunden wegschnappen, hätte ich fast gesagt. So. Hängen wir an.
Und dann wieder die Waldburger Linie. Also ich persönlich liebe ja Züge. Ich hoffe, ihr mögt sie zumindest, wenn ihr überhaupt, wenn ihr das hier guckt, weil warum solltet ihr sonst das gucken? Deswegen hat mich mein Weg auch zu Train Fever geführt. Also, als ich das dann. Ich stand dann bei der Gamescom am Astragon-Stand und man ist ja immer so ein bisschen Astragon. Okay. Es gibt gute Simulatoren, es gibt schlechte Simulatoren. Ich will jetzt nicht behaupten, dass die meisten eher schlecht sind, aber okay. Was ich da gesehen habe, das meiste war zumindest schöne Ideen. Ah, wir haben tatsächlich eine Million. Nein, ich werde kein Darlehen zurückzahlen. Jetzt bin ich mal ein bisschen. Ich will Schnellzuglokomotiven. Jetzt können wir uns die erste leisten. Zumindest, dass die Strecke Weilburg-Homberg-Efze hier richtig reinhaut und uns Geld bringt. Auf jeden Fall stand ich an diesem Stand. Und da habe ich Trainfever gesehen. Also, das, man. Und ich. Man stand da ohne Anleitung und man hatte keine Ahnung. Jetzt spiele ich das schon so ein bisschen und man hat schon so seine Ahnung. Aber so am Anfang, ja, hier Zugsimulator oder Wirtschaftssimulator mit Zügen und Transportwesen, mach mal. Dann hatte der Entwickler, wurde mir dann erzählt, oder ich weiß nicht, ob das neben dem Entwickler war oder ob der nur gerade das, da war. Auf jeden Fall hat ein Schweizer Akzent und das Entwicklerbüro sitzt in der Schweiz und hat dann erzählt, dass der Entwickler dann aufgebaut hat und ich stand dann davor und es hat alles so wunderbar funktioniert und ich habe dann irgendwas Komisches gebaut, was sowieso keinen Nutzen hatte nachher, weil ich mit den Linien, wie das alles ging und wie man die erstellt, ich wusste nicht mal, was die Symbole hier bedeuten. Gut, es ist relativ klar mit dem Bauen und so, aber was das hier ist, keine Ahnung. Und hier unten das hier sind die Fahrzeuge. Hier, das macht übrigens Minus. Hat man hier die Haltestellen, Städte und noch die Industrien. Also hier habe ich alle Industrien drinne. Ja. Aber dann, als ich dann zu Hause war, habe ich mal gegoogelt, habe mir Videos auch angeguckt. Und dann habe ich es mir, sobald es draußen war, gekauft. Und für mich war es eine gute Entscheidung. Und jetzt, ob ich mir das USA-DLC kaufen soll, ich weiß es nicht. Also, es würde mich schon interessieren, aber so amerikanische Züge sind nicht so meins. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nun ja. Gut, wir haben wieder unter 1 Million. Das heißt, die Schnelllokomotive muss noch warten. Ist natürlich die Frage, würde die sich rentieren im Vergleich zu den anderen? Wahrscheinlich schon. Und wir haben jetzt hier ein bisschen weniger, weil ich eben die Züge ausgetauscht habe. Naja. Oh, ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei, ich glaube, 18 Minuten. Die Zeit verfliegt immer, wenn man redet und spielt, verfliegt die Zeit wie im Nichts. Gut, also ich denke, ich setze mir jetzt mal das Ziel als nächstes. Ich hätte auch einfach schneller stellen können. Ich setze mir das Ziel, die Strecke Weilburg-Homberg-Efze zur Schnellstraße zu machen, hätte ich fast gesagt, dass das hier ordentlich reinhaut, weil da die meisten Autos unterwegs sind. Oh, wir haben wieder Geld. Und das versuche ich dann mal nächste Folge zu leisten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und bis dann.